MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu unserem Let's Play Euro Truck Simulator 2, hätte ich fast gesagt. Habe ich gesagt. Landwirtschaftssimulator heißt es natürlich. So, der Kollege legt weiter los. Der Kollege hier verdrückt sich jetzt erstmal zum Feld um. So. Huch, falscher Knopf. So. Auf geht's. Erstmal möchte ich natürlich allen nochmal Dankeschön sagen, dass ihr weiterhin fleißig meine Videos schaut. Und ich möchte natürlich auch jeden einzelnen Abonnenten, der neu dazukommt, Hallo sagen. Und herzlich willkommen zurück. War die Elektronik hier immer schon so offen? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich dachte, da wäre immer eine Abdeckung drauf. Na, anscheinend ja nicht. Gut. Wenn das immer schon so war, dann bezweifle ich das jetzt mal nicht. Das fiel mir gerade auf, dass die Elektronik hier oben so offen ist, dass man so schön reingucken kann. Aber auch da sieht man wieder die Details. Das ist der Wahnsinn. Unglaublich viel haben die an Details reingepackt. Alleine Batterie, Motor und weiß Gott was. Also es ist echt schon cool gemacht, das Ganze. Gefällt mir sehr gut. So, was wünscht ihr euch eigentlich noch in diesem Let's Play? Abgesehen davon, dass wir natürlich alle Felder haben wollen und so weiter, neue Traktoren etc. Was wünscht ihr euch konkret für dieses Let's Play noch? Möchtet ihr vielleicht mehr Mods sehen? Möchtet ihr vielleicht, keine Ahnung. Das ist halt die Frage an euch. So. Den Kollegen, den brauchen wir jetzt. Damit wir endlich mal wieder ernten können hier, oder beziehungsweise abernten. So. Einmal voll machen bitte. Es gab doch auch einen Anhänger, wenn ich mich nicht irre. Genau. Der Heuballen macht, oder? Boah, sind die Nachbarn heute wieder laut. Ist ja abartig. Okay, aber ich glaube, okay, das Ding macht Heu, also presst Ballen, ja? Kleine Ballen, große Ballen. Der sammelt alle automatisch ein, schätze ich mal. Genau, ein Ballensammelwagen, okay. Okay, gut. Ich möchte mich ja ein bisschen weiterentwickeln. Vor allen Dingen möchte ich auch vielleicht ein paar Rüben ernten oder Kartoffeln mal anbauen und so weiter. Dafür hatte ich gerade mal nachgeguckt, was sowas überhaupt kostet. Hier hätten wir Rüben. Das ist, glaube ich, der... Nee, der gräbt die Zuckerrüben aus. Jetzt ist die Frage, wie wie setze ich die denn? Okay, eigentlich müsste man den, dann den, dann den. Okay, gut. Aber wie? Grubber, Sämaschinen, dann ist der hierbei wahrscheinlich. Kartoffeln. Der sieht nach Zuckerrüben aus dann. Ja, Zuckerrüben und Mais. Okay, der kann Zuckerrüben. Okay, 61.000. Gut, grober Überblick ist geschafft. Ist ja auch ekelhaft, hier in dieser Dunkelheit zu arbeiten, oder?
Schön ist das nämlich nicht. Vor allen Dingen, weil es jetzt in geraumer Zeit regnen soll, ist das nicht mehr so schön. Aber zum ersten Mal haben wir dann Regen. Ist auch was Neues. Mal alles aufsammeln hier wieder. Wie gesagt, das, was dahinter steckte, hatte tatsächlich Hand und Fuß. Halt tatsächlich diese ganzen Kosten, die die Helfer brauchen, also verbrauchen, wieder ein. Und das ist dann doch Hand und Fuß davon. Also es macht definitiv Sinn, das ganze Zeug hier zu ernten, auch wenn es sehr mühselig ist, aber wann ist etwas im Landwirtschaftssimulator nicht mühselig? Ne? So, ganz kurz nochmal nachgucken. Okay, ist noch im Wachstum. Muss ich mir also noch keine Gedanken drum machen. Schon wieder ein Stück zu weit, schade. So, einmal entleeren. Das sind immerhin ein paar Euro, ne? Kann man nichts sagen. Boah, es zieht sich aber echt übelst zu. Ich glaube, das sind im Schnitt immer so 1200 bis 1300 Euro, die wir dadurch bekommen. Das ist nicht wenig. Für ein, zwei Mal hier hoch und runter zu fahren, ist das vollkommen okay. Da ist der Kollege schon wieder voll. Alle Achtung. Unglaublich, dieser Sonnenaufgang. Gut, ich schätze mal, somit hat sich die Ernte gerade erledigt. Weil es sickt aus allen Eimern. Na super, würde ich doch sagen. Okay, ich sag mal so, das Spiel sieht echt nicht schlecht aus, ja? Und für sein Alter, was heißt sein Alter? Das ist ja relativ neu, ne? Muss man sagen, ich habe mir da mehr erwartet. Jetzt vom Regen. Und das sieht echt erbärmlich aus. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber... Das Wetter ist immerhin ein Feature. Und wenn das Feature so hässlich ist wie dieses, weiß nicht, das ist irgendwie total uncool. Vor allen Dingen können wir so nicht ernten, ne? Muss man dazu sagen.
Also so viel ich weiß, wenn es regnet, kann man nicht ernten. Das war zumindest bei den Vorgängerteilen immer so. Dann gehe ich auch davon aus, dass das jetzt so ist. Gucken wir mal. Ist leider im Regen nicht möglich. Das habe ich mir doch fast gedacht. So, dann sammeln wir halt noch ein bisschen Stroh auf oder Heu oder was auch immer ist. Dann können wir das wenigstens noch machen. Ansonsten sind wir echt stillgelegt. Also dann haben wir echt ein kleines Problem. Zum Glück baut unsere Farm nicht pur auf die Landwirtschaft aus. Also auf. Sondern wir leben ja tatsächlich noch einen kleinen Teil auch von der Forstwirtschaft. Und daher bin ich da echt froh. Vorsichtig. Wahnsinn, oder? Wie viel das hier noch ist. Vielleicht ist das da vorne noch der fehlende Prozent. Wunderbar, perfekt. Lieber ich fahre den voll zurück als halb leer. Das bringt eh nichts. So. Die Scheune ist undicht. So ein bisschen. Ja, die hätten viel mehr auf Details setzen müssen. Das ist echt traurig. Ich finde es echt schade, weil so ist das Spiel echt cool gemacht, was Grafik angeht. Es ist zweckmäßig, aber das ist nicht zweckmäßig. Das ist einfach dahin geklatscht. Naja. Müssen wir jetzt mit leben, Leute. Weil was bringt es mir, eine große, geräumige Unterschlupfmöglichkeit zu besitzen, wenn es durch diese kleinen, aber feinen Riesenfenster so reinregnet, dass selbst durch das Blech noch Wasser reinkommt oder Hagel oder was es auch immer ist. Ich schätze, das ist Hagel oder Schnee oder ich habe echt keine Ahnung, was es sein soll. Was kostet denn ein neuer Traktor? Wir wollten ja einen haben. Jetzt kann ich auch mal gucken. Die sieht aber auch cool aus. 195.000 liegt der Lamborghini mit 220 PS. Ja, ist schon von der Leistung her. Preis-Leistung passt eigentlich, ne? Obwohl der hier von Sam hat 190 PS, kostet nur 142. Ah, nein, was habe ich gekauft? So ein Schwachsinn. Eieieiei, Leute. Ich weiß nicht, wieso keine Abfrage kommt, ob man wirklich möchte oder nicht.